Und somit herzlich willkommen bei Far Cry Primal. Hier gibt es die Special Edition inklusive der legendären Mammutmission. Also auf das Spiel wartet man ja schon sehr lange. Es ist ganz anders als die anderen Far Cry Spiele. Wurde hoch gelobt. Ich würde sagen, wir starten gleich mal und schauen wir mal, was auf uns wartet. Masse Hazar, Masse Janas. Palhu Mansepa, Winja Duashala. Tusama, Winja Urus Waidarsh. Gwifa Haplaha, Winjai Damsha. By a Guama. Udam, Krauhadan Yaudan. Isila, Haskapuris. Winjan, here I was Barash. Nu, Laukas Guama. Mash Apashkanti, Winja Brashtar. Balshayua Guasharsh. Urus Sansharsh. Mas Sansharsh. So, und jetzt kann ich auch selber steuern. Wie kann ich mich ducken? Hey, Moment mal, hey, der Führer. Der ist schon weg? Verdammt. Der duckt sich und haut ab. Achso, jetzt stand eine Info. Ich glaube, da greift mich doch schon jemand ein, oder? Nee, das vibriert nur richtig. Ach du Scheiße! Was sollte ich denn machen, verdammt nochmal? Also das Ganze nochmal von vorne.
Ich soll auf jeden Fall in die Hocke gehen. Bleib in der Hocke und folge Dalzo. Ja, habe ich doch eben gerade auch versucht. Das fängt schon gleich schwer an, das Spiel. Hier wurde ich erwischt eben gerade. Dann wir essen. Ja, genau. Also wir sollen einen kleinen Mammut erledigen, sagt er. Finde ich, irgendwie tut mir das weh in der Seele. Ich soll einen Baby-Mammut jetzt erledigen. Aber wenn wir das nicht machen, können wir selber nicht überleben in der Wildnis. Schauen wir mal. Ja, wir essen, sonst sterben wir, sagt er. Also das ist echt komisches Deutsch, was da unten geschrieben. Jetzt unsere Jäger erschrecken mit Feuer. Ich soll immer noch in der Hocke bleiben, aber... Hey! Also jetzt soll ich sprinten? Das ist der kleine Mammut, oder was? Das war ein... Oh, Mann! Letztes Speer, also ich habe keinen mehr. Boah, das war ein Volltreffer. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Boah! Alter, hör doch auf. Kann ich meinen Speer wieder aufsammeln? Ja, kann ich. Ich kann das, den Speer immer wieder aufsammeln. Ach du Scheiße. Jage deine Beute. Ach du Scheiße. Ja, das ist aber... Also wenn der kleine Mammut schon so zäh ist... Boah, wie soll ich den großen erledigen? Ja, was denn jetzt? Was wollten ihr von mir? Ich habe keinen Speer mehr. So, jetzt. Jetzt. Aber das tut mir echt im Herzen weh, aber lieber Mammut, entweder du oder wir. Suhon Brastar. Suhon. Suhon Brastar oder was da sagte. Das heißt, gute Jagd, Bruder, heißt es auf jeden Fall. Also. Ach du Scheiße! Oh! Nicht rennen, nicht rennen! Zurück, zurück, zurück! Ach du Scheiße! Hey, hey, hey! 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 Ach du Scheiße, sah das brutal aus! Der hat ihn zerfleischt! Takar, ja! Also ich soll rennen auf jeden Fall! Okay, Bruder! Fuck, Alter! Au. Hey, Scheiße! Oh. Jetzt geht's erst richtig los. Also ich soll das Land Oros finden und die verlorenen Venya-Brüder. Hey, lässt du mich jetzt ganz allein hier? Ach du Scheiße, na toll. Geist sei frei. Das haben die auch eben gerade schon dem Mammut gesagt. Also. Okay. Geist sei frei. Stimmt, so hat man früher die Leute vergraben. Einfach Steine drüber.
Okay, also ich brauche auf jeden Fall eine Waffe. Der Tiger ist hier irgendwo noch. Was sagt er? Brauche Berge oder was? Hier geht's nach Oros, ja. Da war was. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall irgendwas in der Hand. Kann ich damit was machen? Nee? Scheiße, 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 also. Das ist echt eine Ein-Mann-Armee hier bei Far Cry Primal. Ist nicht wie in den alten Far Cry-Teilen. Nicht einfach in einem Bürgerkrieg oder sowas. Hier ist auf jeden Fall. Hier sind wir 10.000 Jahre zurück. Eigentlich ein Rückschritt. Aber ehrlich gesagt, ist es ein Kindheitstraum von mir. Weil ich die Geschichte liebe, wollte ich immer mal wissen, wie die Leute da gelebt haben. Und jetzt sind wir live drin. Da kann ich nochmal was nehmen. Da hinten ist was. Also wir sind live dabei. Und können erleben. Oder können sehen, wie die Leute gelebt haben damals. Kann ich einen von denen jagen hier? Oder was ist das? Hey, ich will dich essen. Komm mal her. Ah, die sind etwas zu schnell. Ich glaube, ich muss hier erstmal schön was sammeln. Da kann ich mir vielleicht was bauen. Wir haben ja auch eine Karte. Nein, das war nicht die Karte. Das ist die Karte. Also das ist typisch Far Cry Karte hier. Viel sieht man noch nicht. Aber wir werden noch einiges freischalten, glaube ich. Bis dahin muss ich mich überall hinschleichen. Unentdeckt bleiben. Wer stöhnt da so? Bin ich das? Ich glaube, ich stöhne da, weil es so weh tut. Nee. Das sind die Tiere. Das ist Hirsch oder Reh oder was es ist. Das bin ich nicht. Hey, kann ich euch... Naja, die sind echt zu schnell. Also, Alderholz oder was das heißt da... Habe ich voll... Schiefer, was ist Schiefer? Nein, das brauche ich nicht mehr. Schilf ist voll. Ist Schiefer oder was es ist, das brauche ich noch. Da brauche ich noch ein paar von. Also, da hinten sehe ich ein Tier, aber... Da sehe ich ein Tier, aber ich weiß nicht, ob das... Der Tiger ist oder ob es ein Reh ist. Halt, da unten ist. Da unten ist, glaube ich, dieses Schiefer oder was das ist. Ja, genau. Das leuchtet. Und ich bin mir sicher, dass ich es aufheben kann. Was ist das überhaupt? Ach so. Feuerstein. Also stelle einen Bogen her. Ich soll jetzt mal. Bin mal gespannt, wie das geht hier alles. Du kannst noch keinen Bogen herstellen. Bögen sind vielseitige Fernkampfwaffen mit großer Genauigkeit. Aber jetzt steht da, ich kann noch keine herstellen. Aber ich habe doch jetzt einen hergestellt. Okay, ja, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall einen. Die kann man auch noch upgraden, sehe ich gerade. Also Upgrade 1 von 2. Und da haben wir noch sehr viele Waffen. Also Bogen, Keule... Speer, Köder, Stachelbombe, also die Köder werden für die Tiere sein, damit wir irgendwelche Tiere zähmen können. Kapalla-Splitter. Das ist doch immer ein geiles Teil, oder? Eingeweidentasche, ach du Scheiße. Köcher. Ah, da gibt es einiges, das wir freischalten können. Keulengürtel, Speergürtel, Tasche, Jägergürtel, Wurfsplittergürtel. Da brauchen wir auf jeden Fall viele Sachen, die wir einsammeln müssen. Erstmal Bombengürtel. Was ist das? Tobsuchtssplitter. Also ehrlich gesagt sagt mir das nichts. Aber wie gesagt, das ist schön mal zu sehen, was die alles früher hatten, ne? Steinsplitter. Falle. Das ist aber eine geile Falle. Ja. Kletterkralle.
Schleuder. Die kennt doch jeder, oder? Also so eine Steinschleuder kennt, glaube ich, jedes Kind. Von der Schule noch. Langbogen, Doppelbogen, zwei Hände, händige Keule, Winter... Was ist das? Winterkleidung. Ach so, ja, Winterkleidung, ist ja klar. Muss ich auf jeden Fall finden, bevor es Winter wird. Und Feuerbombe. Tobsuchtsbombe. Also auf jeden Fall gehören die aber zu den verschiedenen Völkern, oder? Ja, was ist das überhaupt hier? Weil die haben, da sind überall die Gesichter davor und ich bin auf jeden Fall so ein Neandertaler oder Taler oder was bin ich da? Auf jeden Fall ein riesen Gesicht, großes Kopf. Einen großen Kopf haben wir. Fähigkeiten. Naja, nähere dich Gegnern von hinten oder aus der Deckung. Drücke R3, um sie schnell und leise zu töten. Ziehe die Leiche mit L außer Sichtweite. Also das ist doch mal schon mal eine gute Information. Wäre ich nicht hier reingegangen, wüsste ich das nicht. Halte R3 gedrückt, um deine Wahrnehmung zu verbessern. Ach, habe ich auch diese Funktion, ja? Entdecke Menschen, Tiere, Rohstoffe und Blutspuren. Wirkt 8 Sekunden. Diese Fähigkeit gilt auch für deinen Eulenbegleiter. Eule, okay, irgendwann werden wir auch eine Eule bekommen. Drücke L3 zum Sprinten, das wissen wir schon, zum anschließend Kreis, um über den Boden zu rutschen. Das ist immer auch schön, ja, das zu wissen. Halte R1 gedrückt, um eine Wurfwaffe in der Hand zu halten und lasse los, um zu werfen. Das hatten wir auch schon gemacht. Drücke im Steuerkreuz nach unten, um einen Stein zu werfen, an Land und Gegner abzulenken. Okay. Also sehr vieles. Da kann man sehr, sehr, sehr vieles freischalten. Beutetasche haben wir nicht viel. Ein paar Sachen, was ich eben gerade freigeschaltet habe. Da ist nochmal eine Hilfe für jeden. Wow. Aber das ist ja riesig hier, was man da alles hier lesen muss. Jagd. Also das werde ich, glaube ich, irgendwann mal offline lesen, damit ich das drauf habe. Dann brauche ich euch nicht jetzt damit nerven. Ja. Wirf Steine, um ein Geräusch zu verursachen. Alles nützlich, alles. Da sehen wir nochmal, wie er sich einen Bogen baut. Schlau, schlau. Alter Mann. Uralter Mann. Habe ich da was laufen sehen? Also ich probiere das mal mit dem Supersicht. Okay. Ja, Jägerblick heißt das, nicht Superblick. Das haben wir doch eben gerade schon alles gelesen. Um effektiver zu jagen, nähere dich langsam an der Beute und drücke Kreis zum Ducken. Halte R3, ja, das haben wir doch schon alle. Gehe nicht zu nah heran. Einige Tiere fliehen. Okay, ich probiere das gleich mal aus. Was brüllt denn da so? Hey, jetzt bleib mal stehen, komm. Ja, dich darf ich jetzt nicht aus den Augen lassen. Weil du schon verletzt bist. Ah, da hinten ist doch ein... Säbelzahntiger, oder? Da muss ich aufpassen. Ja, da ist auf jeden Fall ein Säbelzahntiger oder sowas ähnliches. Ich gehe da jetzt erstmal nicht hin. Ach du Scheiße. Wollen wir uns schon hier den mal stellen? Aber außer dem Bogen und Pfeil habe ich nichts. Ich mache nochmal unseren Jägerblick. Nehmen wir nochmal ein bisschen Holz mit. Kann man immer gebrauchen. Meine Tasche ist voll. Die Information habe ich jetzt auch nochmal. Ah, da ist auf jeden Fall irgendein Tiger oder sowas. Nee, das ist jetzt ein Schaf oder ein Ziege.
Aber die hauen auch immer gleich ab, das gibt's doch nicht. Ich will auf jeden Fall einmal erledigen. Wo seid ihr denn? Ich dachte echt, da hier läuft ein Tiger rum, aber das waren die Ziegen, glaube ich. Also ich soll auf jeden Fall mal die Ziegen jagen, um Häute und Nahrung zu erhalten. Also die Haut meine ich mit Häute. Ja, ich muss erstmal... Ah, ich kann ja auch noch sprinten, stimmt. Warte mal, das nehme ich auch noch mit. Ziege. Ist das überhaupt eine Ziege? Das waren ja früher alles andere Tiere. Da hinten, da hinten, da hinten. Also am Kopf vielleicht? Yes, Baby! Kopfschuss! Was jetzt? Ziege häuten? Boah, sieht das brutal aus. Das war's schon? Also jetzt esse ich's. Tierhaut brauche ich doch auch, oder nicht? Hallo? Oder habe ich schon mitgenommen? Da kann ich jetzt nichts mehr machen. Also ich muss noch zwei. Ein von drei habe ich schon. Einen von dreien. Da ist noch einer. Einen Kopfschuss versuche ich gleich nochmal. Scheiße! Ja, komm mal her, du kommst richtig. Yes! Also ist fast wie bei Call of Duty. Naja. Kochen? Nein, Knochen. Kochen, ja, ist klar. Da kann ich jetzt nichts mehr essen. Ich bin voll gefressen. Das sieht man auch unten an der Energie, unten links. Unsere Energie ist wieder voll aufgeladen. Hier muss irgendwo noch eine Ziege oder ein Reh oder was es ist sein. Gehe ich mal hoch, dann sehe ich vielleicht besser. Komm, Adlerblick. Da hinten bewegt sich was. Ich hoffe, das ist das Richtige, was ich suche. Ja. Nein. Jetzt muss ich aufpassen, wo der hinrennt. Ah, den will ich haben. Das war irgendwie so ein großer. Den will ich jetzt haben. Wo ist denn der jetzt hingerannt? Das war irgendwie ein anderer. Das war so ein Bock oder sowas. Ja, wo bist denn du? Wie oft kann ich überhaupt meinen Jägerblick machen? Das weiß ich gar nicht. Oder wie lange muss ich da warten? 8 Sekunden hieß es aber. Wie oft? Egal jetzt, ich nehme einfach den nächsten, den ich sehe. Oder da ist ja schon einer. Da ist schon einer. Hat er mich gehört oder warum läuft er weg? Nee. Zeig mal dein Köpfchen. Hey. Warte, 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 warte. Ah, das bringt doch alles nichts. Scheiße. Letzter Pfeil. Nee, das kann nicht sein, oder? Muss ich die Pfeile auch noch wieder einsammeln vielleicht? Aber ich kann mir auch Pfeile aus dem Holz machen, oder nicht? Die ich hier aufsammle. Moment mal, ich sammle mal hier was auf. Ja, der Anfang ist auf jeden Fall schwierig. Man muss sich erstmal hier alles zurechtsuchen. Und ich bin mir sicher, das wird noch alles spannend. Bis wir unseren eigenen Wolf und unseren eigenen Tiger haben. So, jetzt komm. Jetzt muss es klappen. Jetzt muss es klappen. Super Jäger, komm.
Einmal Kopf hoch nochmal bitte. Zu mir schauen. Hallo. Ah, Mann. Ey, du bist ja ein ganz schlauer. Ja. So. Da kann ich jetzt nichts mehr sammeln. Nacht kommen, muss Schutz suchen. Du kannst Pfeile in deinen Waffenrand, ein Waffenrad herstellen. Halte L1 gedrückt, um das Rad zu öffnen. Ja, mache ich mir einfach ein paar, 8 Stück. Ah, das ist aber cool. Ich kann mir immer Holz sammeln und dann selber. Also das Problem mit dem Problem mit Waffen habe ich eigentlich nicht. Also früher konnte man sich mit alles wehren. Heutzutage braucht man eine Waffe. Aber also eine richtige Waffe, Schusswaffe. Aber früher war das alles anders.